Mahlzeit und herzlich willkommen zu Final Fantasy 15, dem September-Update. Wir machen hier mal ein kurz und knackiges Video, was denn so alles neu dabei ist in dem Versionsupdate 1.16. Und zwar ist damit einmal der Kupobo-Karneval mal wieder beendet worden. Müssen wir wieder aufs nächste Jahr warten. Dann gibt es zwei neue Fische auf der Welt Eos zu entdecken. Welche das sind, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht blende ich es ja hier so ein, wenn ich es weiß. Und es sind ja einige Fehlerbehebungen im Assassin's Creed Festival behoben worden. Irgendwie eine Interaktion mit Holly, wo man an der Wand feststecken sollte. Das haben sie auf jeden Fall rausgefixt. Und natürlich noch ein paar, der ein oder andere Bugfix, der da noch behoben wurde. Und das Wichtigste, worauf wir jetzt eigentlich hinaus wollen, ist, es gibt hier nun endlich wieder eine Kapitelauswahl. Da gehen wir mal eben drauf. Und es gibt Zusätze in Kapitel 12, eine Welt am Abgrund, die Hintergrundgeschichte zu Gentiana/Shiva etwas weiter erleuchtet. Und ich will da jetzt nicht den ganzen Weg hinzeigen, sondern schauen wir uns einfach mal das Wesentliche an, worum es hier eigentlich geht und was neu dazugekommen ist. Also, viel Spaß und wir sehen uns dann wieder, ja, wieder im Ladebildschirm. Also, wir sehen uns nicht im Ladebildschirm. Also, wir sehen uns dann wieder im Titelbildschirm und dann erzähle ich da eventuell noch ein bisschen was. Also, bis gleich! So, kommen wir jetzt vielleicht der Sache langsam auf den Sprung? Was hier neu ist? Trifft man sich wieder. Deine Freunde vertragen die Kälte wohl nicht. Ich fürchte, sie brauchen dringend Hilfe. Du solltest dich beeilen. Oh, hätte mein Pelzmuff mitbringen sollen. So schön wie am Tag deines Todes. Heute wird sie erfüllen, was sie der Kanagi einst versprach. Gentiana, du bist Shiva. Vergangenheit und Zukunft, das Leben dieses Planeten, legt sie in die Hände des Königs. Möge er ihren Segen empfangen. Aha, über die Vergangenheit Eos, Shivas Worte verklingen lassen, über die Gegenwart Eos und den Wunsch der Eisgöttin. Über die Vergangenheit Eos? Ist das vielleicht das? Das müsste das sein. Auferlegt, diesen Planeten zu beschützen. Ein jeder von ihnen erfüllte diese Aufgabe auf seine eigene Art. Ein Planet im Kosmos, gesegnet mit Leben. Wie unbedeutend die Menschen für ihn seien, so dachte sie einst. Vergänglich, schwach und töricht genug, um sich an irrigen Träumen und Hoffnungen festzuhalten. Für diese Göttin erfüllten sie keinen Zweck. Doch Ifrit teilte ihre Zweifel nicht. Er glaubte an die Menschen, entflammte ihre Möglichkeiten und wandelte mit ihnen auf fruchtbaren Pfaden. Mit seiner Güte verzauberte er diese Göttin. Sie liebten einander. Und so begann sie, die Menschen, die er so wohlwollend betrachtete, ebenfalls zu lieben. Doch die Harmonie sollte nicht ewig halten. Die Zivilisation Solheims erreichte ihren Höhepunkt und trunken von Hochmut.
versuchten Menschen die Götter zu vernichten. Dieser Verrat brach Ifrit das Herz und entfachte seinen Zorn. Blind vor Wut wollte er diese Welt mitsamt der Menschheit einäschern. Und so blieb dieser Göttin keine Wahl. Sie musste gegen Ifrit kämpfen, um Eos zu schützen. Verraten fühlten sich auch die übrigen Götter. Denn Ifrit wollte zerstören, was sie alle schützen sollten. Nun tobte ein Krieg zwischen den Göttern untereinander. Der Astralkrieg. Er zerstörte Solheim und fügte Eos schwere Wunden zu. Schließlich fielen die Götter erschöpft in tiefen Schlaf. Es ist die Geschichte der Welt, die der erwählte König erretten muss. Und die dieser Göttin. Aha. Über die Gegenwart Eos und den Wunsch der Eisgöttin. Interessant, interessant. Nach dem Astralkrieg, während die Götter in ihrem tiefen Schlaf lagen, machte jemand oder etwas Ifrit zu einem Siecher. Diese Göttin erwachte aus ihrem Schlaf und versuchte, ihn zu erlösen. Doch das Imperium jagte sie und nahm ihr ihre Kräfte. Niflheim und die Siecher sind nun nicht mehr voneinander zu trennen. Die Götter sind machtlos gegen das Dunkel, das die Welt verschlingt. Selbst vereint können sie Ifrit nicht mehr heilen und auch diesen Planeten nicht erlösen. So wünscht sie Ifrit nur noch einen friedlichen Tod. Kentiana. Luna Freya. Sie hat Erinnerungen von ihr. Sie wird sie mit ihm teilen. Shivas Worte lauschen, die Segnung beenden. Na klar, immer noch lauschen. Am Tage, als der erwählte König das Licht der Welt erblickte, traf die Göttin zum ersten Mal auf Luna Freya. Die Kanagi schwor, dass sie der Welt gemeinsam mit dem König das Licht zurückbringen werde. Die Güte, die Stärke und die bedingungslose Liebe, die von der Kanagi ausgingen, ließen das Herz der Göttin tauen und gaben ihr neuen Glauben an die Menschheit. Luna Freya, wann siehst du es ein? Es steckt kein König in Noctis. Wie kannst du so etwas sagen? Es ist der einzige Weg. Und wenn du ihn gehst, verlierst du dein Leben! Das weiß ich selbst! Ich bereue nichts. Aber nur einmal wäre ich gern bei ihm gewesen, um mit ihm zu lachen wie früher und ihn zu umarmen. Luna Freya. Verzeiht. Ich fasse mich gleich. Ist das ihre Bürde, die Kanagi betrübt? Das ist es nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Nein. Ich möchte einfach nur bei ihm sein. Und nicht mal das wird mir gewährt. Sie darf nicht aufgeben. Ihre Liebe wird nie vergehen. Sie wird dem König für seinen Kampf gegen das Dunkel Kraft geben. Kentiana. Für das Wohl Eos. Nein. Aus Verbundenheit zu Kanagi will sie Noctis helfen, sein schweres Schicksal zu erfüllen. Ein Schwur zwischen zwei Verbündeten. Vielen Dank.
Nun kennt er ihre Gefühle. Und die Göttin schenkt ihm Kraft. Vielen Dank. So möge er der Welt das Licht zurückbringen. Leb wohl, geliebter Noctis. Luna, warum hast du mir nie was gesagt? Luna, es tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Es gibt so viel, was ich dir noch sagen möchte. Es tut so weh. Die Bösewichte werden sich wundern. Bestimmt. Okay. Ich bringe es zu Ende. Versprochen. Ja, das war's gewesen. Das Kapitel 12. Nicht wundern, ich bin jetzt hier wieder zum Titelbildschirm zurückgesprungen, denn dann ging es halt jetzt weiter mit Kapitel 13. Das kennen wir ja, da gibt es ja nichts Neues. Ja, wir haben ein bisschen was erfahren über den Astralkrieg, wie es dazu gekommen ist, welche Beziehung Shiva und Ifrit miteinander hatten, was alles so passiert ist, warum der Krieg ausgebrochen ist und was mit Ifrit passiert ist, dass er zum Sicher geworden ist. Da kam irgendjemand, wahrscheinlich war es Adin. Nun, ja, das war das September-Update. Kurz und knackig, fast, wie man fast sagen. Ich überlege, beziehungsweise habe echt überlegt, das vielleicht in so einer Kurzform zu verfassen. Vielleicht mache ich das auch noch. So ein kleines, kompaktes Ding, was, weiß ich nicht länger als 10 Minuten ist, dass man das Wesentliche hier vielleicht sieht im Video. Vielleicht ist das jetzt nur 10 Minuten lang. Vielleicht habe ich es schon überarbeitet. Vielleicht ist es jetzt auch nicht so lang, wie es geworden ist. Normalerweise hätte es jetzt hier 50 Minuten gedauert. Das komplette Kapitel nochmal durchgespielt, um mal zu sehen, was sich verändert hat. Und es war wirklich nur diese Szene mit Shiva, dass man jetzt halt mit ihr kommunizieren kann. Ja, vielleicht werde ich das machen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, dass ich so ein kleines, kompaktes Video habe, wo ich halt nochmal erzähle, was halt alles neu ist. Ja, ich glaube, ich mache das so. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut, bedanke mich erstmal wieder dafür, dass du hier mit dabei gewesen bist. Das war, wie gesagt, das September-Update von Final Fantasy 15. Würde mich dann freuen, dich ja hier im Hauptspiel von meinem Let's Play dann vielleicht wiederzusehen, falls du es dir noch nicht angeguckt hast. Ja, schaust du gerne mal vorbei. Das Assassin's Creed Festival, das hatte ich ja auch noch gespielt. Schaust auch mal vorbei, wenn du Interesse hast. Ansonsten freue ich mich, dich in einem anderen Let's Play von mir wiederzusehen. Also, dicken Dank erstmal wieder fürs Einschalten, hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis denn!